Kaum eine Blockchain sorgt gerade für so viel Aufsehen wie Solana. Die Aktivität auf der Layer 1 schießt durch die Decke und das Handelsvolumen hat sogar Ethereum samt seiner Layer 2 übertroffen. Kein Wunder also, dass der Solcoin seinen Wert im letzten Jahr mehr als verdoppelt hat. Aber geht da noch mehr? Wir glauben, dass es Projekte aus Solana gibt, die aus Kurssicht größeres Potenzial haben als Solana selbst. Einige Token fliegen dann nämlich noch unter dem Radar. Aber das ändern wir heute. Denn in diesem Video zeige ich euch Projekte aus Solana vom Memecoin bis hin zu den neuesten DeFi-Anwendungen, bei denen möglicherweise der nächste Kurssprung lauert. Bevor wir uns die besagten Projekte aber anschauen, werfen wir einen kurzen Blick auf das große Ganze. Der Kryptomarkt befindet sich derzeit ja in einer wirklich spannenden Phase und Solana steht dabei mehr oder weniger mitten im Rampenlicht. Warum? Zum einen hat die Nutzung von DeFi-Plattformen in den letzten Monaten stark zugenommen und auch wenn Solana gegenüber Ethereum im Total Value Locked noch ziemlich hinterherhinkt, besticht Solana mit enorm schnellen Transaktionen, super niedrigen Gebühren und einer herausragenden Benutzerfreundlichkeit. Die Ethereum-Entwickler arbeiten da gerade zwar an einem Update, aber noch ist das halt nicht so weit. Mehr zum besagten Update namens Spectra übrigens findet ihr bei uns auf der Website. Back to topic. Die Solana Blockchain ist inzwischen mehr als nur eine Alternative zu Ethereum, sondern fast schon die Retail-Chain schlechthin. Also die Blockchain, welche gerade von neuen Krypto-Enthusiasten am meisten genutzt wird. Ethereum glänzt also mit einem langen Track-Record und institutioneller Adoption, während Solana aktuell bei Privatanlegern einfach wahnsinnig gehypt wird. So viel erstmal zur Einordnung. Die eben beschriebene Dynamik bringt jetzt natürlich neue Projekte und Anwendungen ins Solana Ecosystem und die wiederum bringen das Wachstum von Solana nach vorne. Und genau diese Projekte schauen wir uns jetzt an. Das erste Projekt gilt als einer der größten Profiteure des wirklich ja irren Meme-Coin-Hypes auf Solana und heißt Radium. Radium ist nämlich die führende DEX, also die führende dezentrale Börse auf Solana. Und aktuell hat Radium einen Total Value Locked von ungefähr 1,5 Milliarden US-Dollar und besticht für Solana-Verhältnisse mit extrem hoher Liquidität. Nach dem FTX-Kollaps fiel der Ray-Token zwar drastisch, hat sich aber mittlerweile auf rund $5,30 erholt. Wenn die Meme-Coin-Welle auf Solana jetzt weitergeht und die Coins natürlich getradet werden, könnte Radium wieder Fahrt aufnehmen. Insbesondere, weil das Protokoll mit dem Großteil seiner Einnahmen Rückkäufe des Ray-Tokens durchführt. Was ja ganz clever sein kann. Beim nächsten Projekt auf der Agenda geht es um automatisiertes Trading und vor allem darum, in deinen Trades immer den besten Preis zu erzielen. Die Rede ist von Jupiter. Jupiter ist ein DEX-Aggregator, also ähnlich wie OneInch auf Ethereum. Die Plattform sucht für ihre Nutzer die besten Handelsbedingungen aus verschiedenen dezentralen Börsen zusammen und aggregiert sie an eben einer Stelle, um an einem Ort die niedrigsten oder auch höchsten Preise für dich bereitzustellen. Je nachdem, ob du kaufen oder verkaufen möchtest. Außerdem teilt Jupiter größere Trades automatisch für dich auf und kann auch Limit Orders oder automatisierte Tokenkäufe für dich durchführen. Falls du an Dollar Cost Averaging beispielsweise interessiert bist, eine super praktische Sache. Seit seinem Start hat Jupiter enorm zugelegt und einen TVL von rund 2 Milliarden US-Dollar erreicht. Für größere Trades aus Solana ist Jupiter damit eigentlich die erste Wahl. Der JUP-Token befindet sich seit seinem Handelsstart in einer recht breiten Range zwischen 46 Cent und $1,83. Mit steigendem Handelsvolumen auf Solana-Dexes könnte JUP allerdings vermutlich bald sein Allzeithoch überschreiten. Natürlich ist das hier aber kein Financial Advice. Das nächste Projekt ist ein Liquid Staking-Protokoll und heißt JITO oder JITO. Ich bleib einfach mal bei JITO. Staked man seine Sol, werden diese ja bekanntlich gelockt für 48 bis 72 Stunden. Mit JITO kann man dagegen seine Sol staken, ohne sie wegzusperren. Man bleibt also genauso liquide, wie man seine Sol mit einer Hot Wallet beispielsweise verwaltet. Das ist natürlich besonders im Falle eines Crashs oder auch bei einem Pump von großem Vorteil, weil du dann direkt kaufen oder verkaufen kannst. Außerdem erhöht JITO die Staking-Rendite, weil es dabei hilft, den sogenannten Maximum Extractable Value, also MEV, zu optimieren. Kurz gesagt unterstützt JITO Validatoren dabei, Transaktionen in einer optimalen Reihenfolge anzuordnen und so einfach mehr zu verdienen. Durch die MEV-Optimierung profitieren zum einen die Validatoren, aber auch das gesamte Netzwerk. Das Resultat dieser Optimierung sind nämlich eine höhere Stabilität der Blockchain und Effizienzgewinne.
Vielleicht ein kurzer Einschub an dieser Stelle. Sollten wir in unseren Videos Begriffe verwenden, die du noch nicht kennst, zum Beispiel MEV oder TVL oder was auch immer, dann schreib das einfach unten in die Kommentare. Wir beantworten dann dort oder machen vielleicht einfach nochmal ein Video zu einem Thema, also je nachdem, wie groß die Nachfrage da ist. Zurück zu Jito. Das Protokoll konnte in den letzten Monaten Rekordeinnahmen verzeichnen. Der JTA-Token performt seit dem Launch vor knapp einem Jahr, ich sag mal, naja, ganz okay. Zwar stehen im Dezember hohe Token-Unlocks an, wodurch sich die Menge der JTO-Token im Umlauf halt nochmal wieder erhöht, was den Kurs ja manchmal ein bisschen gefährden kann, aber ich glaube, so auf lange Sicht könnte das gesamte Projekt enormes Potenzial haben. Kommen wir zum vierten und damit letzten Projekt aus der Reihe der, wie wir finden, spannendsten Solana-Projekte in diesem Video, Kamino. Kamino beweist ziemlich eindrucksvoll, dass ein First-Mover-Advantage nicht immer entscheidend ist. Das Lending-Protokoll hat bereits einige Monate nach seinem Start, vor ungefähr einem Jahr, etablierte Anbieter wie Safe und Marginfy überholt. In Zahlen heißt das, dass Kamino mit einem TVL von rund 2,32 Milliarden US-Dollar, Stand 19.11., mittlerweile einen beeindruckenden Marktanteil von ungefähr 70% auf Solana hat, was die Lending-Protokolle angeht. Die Protokolleinnahmen sind in den letzten Quartalen kontinuierlich gestiegen, und zwar auf 3,6 Millionen US-Dollar im dritten Quartal. 24. Damit steht Kamino Land gerade mal ein Jahr nach Launch bei den wöchentlichen Einkünften an zweiter Stelle, nur übertroffen vom Ethereum-Pendant Aave. Aber das ist bei der Adaption von Ethereum und Aave, finde ich, vollkommen verständlich. Der KMNO-Token hat zuletzt enorm an Wert gewonnen und erst kürzlich ein neues Allzeithoch erreicht. Die nächsten Token-Unlocks stehen erst im April 2025 an, da ist also noch ein bisschen Luft. Und auch obwohl sich der Preis des KMNO-Tokens im letzten Jahr mehr als verdoppeln konnte, hat das Projekt nach wie vor nur eine Marktkapitalisierung von, naja, so ein bisschen was unter 200 Millionen US-Dollar. Auch da ist also im Grunde noch Luft nach oben, aber do your own research. Was können wir jetzt unterm Strich sagen? Klar ist, das Solana-Ökosystem entwickelt sich in rasantem Tempo weiter. Die Performance der genannten Projekte wird aber natürlich stark von der allgemeinen Zukunft Solanas abhängen. Solange Solana weiter wächst und hoffentlich nicht wieder ausfällt, wie wir das in der Vergangenheit ja auch schon ein paar Mal erlebt haben, haben die Projekte also enormes Potenzial. Vielleicht sogar so stark, dass die Sol outperformen könnten. Mich interessiert jetzt natürlich, ob auch ihr bereits eines der genannten Projekte genutzt habt, was eure Erfahrungen damit sind oder ob wir vielleicht ein wichtiges Projekt vergessen haben. Schreibt es gerne in die Kommentare hier unter dem Video und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, denn es gibt regelmäßig neue Videos. Bis zum nächsten Mal.